Habe ich denen jetzt auch Geld verdient? Das ist ja das Entscheidende. Wir müssen ja Geld verdienen. Ja, das sieht doch gut aus. Guck mal. Toll, oder? Sehr schön. Was zu essen holt euch auch. Sehr, sehr schön. Sehr gut. Naja, dann müssen wir eigentlich nur noch für Mülleimer sorgen. Ne? Besser ist das. Oder haben wir hier irgendwo eine Möglichkeit, so einen Tisch hinzusetzen? Ja gut, so einfach geht das nicht, ne? Eine Bank wäre nicht schlecht. Aber der Nachteil ist, Banken gehen ja hier nicht wegen irgendeinem ominösen Gefälle. Da wäre eine Bank. Hier geht logischerweise nirgendwo eine. Na, da hinten steht ja eine. Wie war das mit den Mülleimern? Also die Bänke werden sogar angenommen, das ist sehr, sehr schön. Das gefällt, da ist ein Mülleimer. Hier sind Mülleimer, also das Problem sollte nicht sein. Und hier ist gleich schon sehr, sehr voll. So, machen wir das Bild mal wieder größer. Funktioniert doch. Gut. Dann haben wir doch schon mal wieder ein Problem gelöst. Jetzt haben wir ganz viele andere Forschung abgeschlossen. Alles klar, dann gehen wir mal wieder in den entsprechenden Part und gucken mal. Technikforschung. Das heißt, neues Design. Alles fertig. Alles erforscht. Das heißt, wir können bei den Mitarbeitern, bei den Technikern den F-Status rausnehmen. Jetzt haben wir 6 Techniker, die hier durch die Gegend laufen. Wir können es uns erlauben, also insofern lassen wir es auch so. Und in der Veterinärforschung. Der grüne Leguan ist immer noch nicht fertig. Die lassen sich sehr viel Zeit. Warum? Wir müssten noch ein bisschen was erforschen. Wo haben wir denn noch? Wo könnten wir denn noch? Wo ist denn noch? Ich würde gerne noch eine Forschungseinrichtung hier hinstellen. So eine schöne große, ne? Die Frage ist natürlich, wo? Es ist unglaublich, wie viele Meldungen hier reinkommen. Also ich finde das ganz schön anstrengend mittlerweile. Und es ist immer Nacht. Immer. Wenn du es nicht brauchst, also normalerweise brauchst du immer Licht. Es ist, glaube ich, nur in der Kampagnenwelt so, ne, dass du das nicht steuern kannst. Die Tierarztpraxis ist immer gleich groß, deswegen, ne? Einrichtung hat Strom. Ja, das ist ja auch so das Problem, diese Stromgeschichten. Hat Strom. Wenigstens müssen wir jetzt nicht alles noch umbauen. Das ist auch sehr von Vorteil. So,
Ist ja schön geworden, irgendwie, so ein bisschen jedenfalls. Ne? Also mit einer schönen runden Treppe. Das können wir, wenn wir wollen, dann noch ein bisschen schön machen. Ich bräuchte mal bitte Licht. Das ist natürlich unter Bau. Licht. Und zwar, ja, von mir aus Laternenfelder. Das ist mir egal. Ich würde allerdings doch vielleicht eher Wegebeleuchtung nehmen. Bodenbeleuchtung, genau. Weil die gefallen mir persönlich am besten. Kann man so machen, ne? Wandlampen. Ah, es sind schon ein paar da. Bodenbeleuchtung, da hätten wir die. So, dann können wir ja... Aha, genau. Ist vielleicht ein bisschen hell, oder? Ich würde es ja vielleicht noch dunkler machen. Und kann man auch die Lichtstärke einstellen? Nee, ne? Kannst nur? Naja, gut, okay. So. Alles klar, da gibt es dann wahrscheinlich auch so einen Dimm-Effekt oder so. Das heißt, wir können jetzt einstellen... Zwei neue Tierärzte und setzen natürlich, können wir das ja tauschen hier, dann brauchen wir nicht so weit. Das heißt, die sind ja alle ausgebildet, die Besten gehen in die Forschung. Und dann müssen wir natürlich noch zwei, drei einstellen. Ist ja klar. Die sich dann um unsere Tiere sozusagen kümmern. Und dann gehen wir hier in die Veterinärforschung und können noch weiter forschen. So. Fertig. Okay, dann haben wir die Bären auch und dann können wir mal weiter gucken. Was haben wir denn noch? Quarantäne, Tier verstorben, Panzernashorn. Tut mir natürlich sehr leid. Wobei ich ehrlich gesagt sage, wir könnten die Panzernashörner... Wo sind die überhaupt? Ach, die waren hier hinten, ne? Gehege frei machen. Dann gibt es halt keine Nashörner mehr. Die Nashornforschung haben wir eh abgeschlossen. Oh, ich glaube, wir müssen uns mal um was kümmern. Das ist ja, du baust einem kleinen Gehege und innerhalb von Sekunden bricht bei dir die gesamte Tierpopulation zusammen. Na, guck dir das mal an, wie schlecht es den Tieren geht. Ist doch unglaublich, oder? Wie willst du das denn alles jetzt abarbeiten? Jetzt weißt du nicht, woran es liegt. An dem blöden Wetter jetzt gerade genau in dem Moment. Ja? Also, Vivarium ist kacke, Sauberkeit ist kacke. Ja, und jetzt haben wir ein Wetterproblem. Genau. Also, dieses Spiel macht mich fertig. So, was ist denn jetzt mit meinem Nashorn? Ich wollte mich um das Nashorn kümmern. Einmal Nashorn, bitte. Wie hieß denn das fette Ding noch? Panzernashorn. Wir haben noch zwei. Ich befürchte, du... Das ist Inzucht, ne? Die Frage ist, machen wir das hier vielleicht zu einem Löwengehege? Oder Elefant? Elefant wäre doch gar nicht schlecht, ne? Wir könnten, naja, wobei die Höhle natürlich für einen Elefanten ziemlich blöd ist, oder? Weiß ich nicht, sollen wir die Nashörner rausschmeißen und dafür hier die Elefanten hinsetzen? Können wir ja machen. Wir können es ja mal versuchen. Mmh.
Panzermaßhorn. So, dann schicke ich dich mal erst ins Handelszentrum. Alles klar. Und dann müssen wir jetzt mal laufen lassen, weil ich kann jetzt mich nicht um die Tiere kümmern, weil jetzt gerade bei dem Wetter natürlich völliges Chaos herrscht. Da müsste ich jedes einzelne Gehege jetzt erstmal ausstatten, klimatechnisch. Und das ist ja... Nein, 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 das machen wir nicht. So, was haben wir denn noch? Was können wir denn jetzt hier unten? Gib mir mal, genau, jetzt gib mir mal die Elefanten hier. 1, 2, 3. Den aber bitte nicht. Die gehen jetzt in die Tieraufbewahrung. Von der Tieraufbewahrung 1, 2, 3 in den Zoo und von hier in die Quarantäne. So. Großer Panda. Ja, ja, wir kümmern uns drum. Den. Der muss ja auch noch irgendwo hin. Aber wir müssen die Tiere los unterbringen und das ist halt ja sozusagen unsere Aufgabe. Ne? So, jetzt lassen wir den Schnee hier weg. Ist heute ein kaltes Jahr. Damit wir uns mal wieder um die einzelnen Sachen kümmern können. Wo ist denn noch? Hier sind die Nyala, ne? Genau, ich wollte doch hier hinten auch noch was mit dem Barrierestatus machen. Das war doch auch noch. Irgendwas hatte ich doch noch vor. Jedes Jahr ein Techniker. Nein, nein, alle 3 Monate. Tierarzt, alle 3 Monate. So. Ist gleich vorbei. Ja, ich würde das gerne anders planen, aber ich kann doch nichts, das ist so geplant. Und was habt ihr denn für Handelsproblemzentren gedöns? Hm? Ihr müsst doch schon mal mit mir reden, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Schuppentiere, denen ging es nicht gut, das weiß ich auch, aber... Könnte jetzt der Schnee bitte mal aufhören? Den Tieren geht es nicht so gut, das liegt nicht an mir, das liegt am Schnee. Besser? Also Lautsprecher ist in Ordnung, ja? Da dürfte es ja jetzt keine Probleme. Die waren halt so einen Tick zu nah zusammen. Sehr, und das wollte ich eigentlich vermeiden. Irgendwelche Aktivisten und so weiter. So. Das heißt, jetzt kannst du wieder auf Pause machen, dann kommst du nicht weiter im Spielen. Weil jetzt musst du erstmal gucken, jetzt ist dieser ganze Schnee wieder weg, aber jetzt musst du erstmal gucken, was mit den Viechern los ist. Ja? So, die hier haben sich gepaart, die Nachrichten kommen ja, das ist ja nicht das Problem, aber du musst ja auch darauf reagieren können. So. Und ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, was mit denen ist, warum die sich so Vivarium, Sauberkeit, 0%. Ja, aber ich verstehe nicht, wo der Tierpfleger bleibt. Haben wir denn so wenig Tierpfleger? Ich kann ja noch mal einen einstellen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir uns das nicht finanziell erlauben könnten. Aber es ist natürlich auch völlig ineffektiv, so viel Personal zu haben, ne? So, und beide putzen übrigens nicht. Das will ich noch mal dazu sagen, ne? Also, keiner von denen arbeitet freiwillig hier. So kann ich nicht arbeiten. Bei
So, wir bilden weiter aus. Führt ja kein Weg dran vorbei, denn nur gut ausgebildete Mitarbeiter sind bestimmt auch sinnvolle Mitarbeiter. Bei den Verkäufern bin ich mir da immer nicht so sicher. Aber gut, dann sind die vielleicht auch stressresistenter, verkaufen besser, wir machen noch mehr Umsatz, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es uns finanziell gut. Dafür, dass wir eigentlich schon pleite waren, hat sich dieser Zoo ja in die richtige Richtung entwickelt. Und was wollen wir denn mehr? Wir werden auch gleich ein Schrittchen weiterkommen. So. Tierärzte haben genug zu tun. Ihr seht scheiße aus. Und ihr seht die Krustenechsen. Top. Vivarium gefällt nicht. Auch wieder die Sauberkeit. Aber alles richtig eingestellt. Alles klar. Und ihr seid, glaube ich, auch alle Layout. Ja, perfekt. So. Ich weiß nicht, was habt ihr denn mit eurem Handelszentrum? Wo ist denn das Problem? Du bist doch in der Nähe vom Handelszentrum. Das ist doch hier unten. Welches Handelszentrum soll denn schon wieder keinen Platz haben, das verstehe ich. Ist vielleicht ein bisschen voll hier, ja. Also wir haben uns von den Nashörnern verabschiedet, ne? Tschüss. Wieso habe ich eigentlich die Löwen schon hier drin? Und warum ist denn eigentlich mein Ding hier so voll? Ich weiß gleich nicht. Vielleicht müssen wir doch noch irgendwo so ein Tierhandelszentrum hinbauen. Ist hier noch Platz? Kriegen wir hier noch eins hin? Wo wir die einfach zwischenlagern können, weißt du? Vielleicht brauchen wir das ja. Quarantäne, Tierpflegerhütte, Tierhandelszentrum. Aber das scheint ja immer in klein nur zu existieren. Und wir wissen alle, dass ich hier nicht runterkomme. Haben wir hier hinten noch irgendwo Platz? Was ist denn hier zum Beispiel? So. Das ist alles natürlich nur zusammengefrickelt, klar. Hat das auch Strom? Das ist das Entscheidende. Aber es braucht gar keinen. Gut. Ja, dann müsste doch diese Meldung jetzt wirklich weg sein, weil jetzt haben wir ja wieder Platz. So, dann können wir doch eigentlich jetzt auch eine Meldung wirklich wegkriegen, indem wir jetzt hier reingehen und die kleinen Pandas auch noch in Quarantäne packen, oder? So, dann haben wir keine Belohnung mehr und dann können wir die auch in Quarantäne packen und irgendwo, ich weiß noch nicht wohin, aber irgendwo können wir sie ja hinpacken. So. Die Löwen. Was war denn nochmal das Problem mit den Löwen? Warum sind die eigentlich schon wieder hier raus? Wollte ich die Löwen eventuell hier reinpacken?
Irgendwie finde ich, Löwen passen hier nirgendwo rein, weil ich habe ja Löwen, keine Ahnung. Und dann packen wir die Löwen hier rein. Die sind doch für so ein Gehege etwas besser geeignet, oder? Was meint ihr? Ja, hier verstirbt in einer Tour irgendwas. Müssen wir mal gucken.